Moin Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Lore-Video und zwar heute zum guten Sir Thomas, uns allen vermutlich besser bekannt als der kopflose Reiter im Halloween-Special. Ihr seid am Ziel, die Suche ist vorbei. Das Schicksal soll entscheiden, wer der Sieger sei. Sir Thomas war seinerzeit ein normaler Ritter der Silbernen Hand, also dem Paladin-Orden unter Uther, Tyrion, Fordring, Turalion und anderen Namen, die wir mit Paladin eben in Verbindung bringen können. Als Arthas sich in seiner, ja, Suizidmission, wenn man so sagen will, nach Nordend aufmachte, stellten sich die Paladine, die in der Zeit in Lordaeron geblieben sind, gegen die rätselhafte Pest, beziehungsweise uns besser bekannt als die Seuche. Und ganz überraschend für uns kommt jetzt, insbesondere wenn wir natürlich alle vorherigen Lore-Videos gesehen haben, wo das auch thematisiert wurde, egal was sie taten, sie konnten das Ganze nicht aufhalten. Und eben jene Seuche breitete sich natürlich aus, verwandelte die Menschen in Untote und war natürlich mehr erwidernatürlicher Natur, als das die Leute damals glauben wollten oder konnten. Und eines Tages kam es eben, wie es kommen musste, die Vorräte gingen zur Neige, das Volk hat gehungert und es gab einen, genau einen, einen großartigen Baron aus Lordaeron, der schon immer bekannt dafür war, sein Vermögen mit dem Volk zu teilen, wenn es eben nötig war. Und dieser tolle Baron, der hieß Baron Totenschwur. Das kann ja eigentlich nur gut gehen bei dem Namen. Heute kostet er uns Nerven, wenn wir seinen Mount farmen und früher hat er den Leuten so ein bisschen, naja, ihr Leben gekostet. Ne? Welcome to the Undead, könnte er so als Bandshirt getragen haben. Und der Gute schickte Nahrung, oder besser gesagt Getreide. Ne, erinnert ihr euch an die Startquest in HDZ, ne, wo wir Arthas da vorbereiten müssen auf Stratholm und dabei dieses Getreide untersuchen? Ja, das war der gute Kollege, die Mistsau. Ja, das Volk ist glücklich, ne, Sir Thomas und der restliche Orden der Silbernen Hand auch. Die essen freundlich, also zunächst natürlich das Volk, die Paladine. Ne, die stehen im Dienste des Volkes, die hungern natürlich gerne. Ja, und so guckte der dann eines Tages aus dem Fenster, ne, und Plot-Twist, alle waren auf einmal untot, lull, ne, mussten sie direkt wieder alle schlachten, total geil, Freunde, Familie, Kinder, Frauen, alles, ne, Transgender, Helikopter, alles, was denen vor den Hammer kam. Und kurz darauf gab es dann überraschenderweise eine Lagebesprechung im Rahmen der Silbernen Hand. Und da war unter anderem, neben diversen namentlichen Paladinen, die ja auch schon erwähnt wurden, war auch der gute Lord Dasrohan dabei. Und der ist, und Leute, die das Maigames-Video gesehen haben, können jetzt schon mal vor Schmitz schmunzeln, wie gut die Leute wirklich einen Plan hatten in den Reihen der Silbernen Hand oder eben später des Kreuzzugs. Ja, und der war eigentlich der Schreckenslord Balnazar. Ja. Die Schreckenslords, die haben immer dolle Bock, so ein bisschen das Licht zu verarschen. Ja, und der sagt dann, ja, Thomas, wir chillen jetzt mal. Ne, und er lässt ihn zu seiner Familie zurückkehren und erstmal die Dinge sein lassen. Beste Formulierung. Ja, und während also die Paladine alle chillen, ja, wer hätte sich das denken können? Vielleicht dieser Lord Dasrohan, ne? Vielleicht hatte der einen Plan dabei, wer weiß das schon? Ja, da kommt Arthas wieder, tötet seinen Vater, tötet Uther und die Paladine, die ein bisschen gechillt haben, die werden so ein bisschen mad. Die erste Sorge gilt dann natürlich der Familie, ne? Es werden Sachen gepackt, es wird auf Schiffe gegangen, die nach Kalimdor segeln sollen, Richtung Jaina Prachtmeer und so weiter in Sicherheit und die Paladine können sich dann, ohne ihre Familie groß im Kopf haben zu müssen, wieder in die Schlacht stürzen. Seid bereit! Die Stunde hat geschlagen! Versteckt eure Alten, Kranken und Plagen! Ein jeder von euch zahlt den letzten Preis! Es gibt kein Erbarmen, so schließt sich der Kreis. Ja, Uther und viele mächtige Paladine sind ja zu dieser Zeit dann gefallen und der gute Dasrohan, aka Balnazar, ja, der sieht natürlich in dem Tod dieser mächtigen Paladine und in der Erschütterung des Ordens seine Chance, weiter so ein bisschen lustiges Unheil zu sehen. Die letzte Hoffnung lag damals eigentlich bei Hochlord Alexandros Morgrain, ne, das ist nicht nur der Vater von unserem guten Darion, ne, mit dem wir auch einige lustige Sequenzen im Startgebiet der Todesritter haben, das war damals auch der erste Aschenbringer, ja, und Überraschung, der ist dann auch gefallen. Und somit erhebt dann Lord Dasrohan eben das Wort, ja, setzt sich an den Kopf der Silbernen Hand, das klingt auch ein bisschen sehr komisch, und gründet den Scharlachroten Kreuzzug, ja, ein Kreuzzug eben mit dem Ziel, die Welt zu säubern, wieder so Avengers-mäßig, ne, wir können sie nicht mehr retten, wir rächen sie jetzt. Und so ziehen die Soldaten eben von Dorf zu Dorf, bewachen das und führen eine recht strenge Seid ihr untot, ja oder nein Politik. Und irgendwann wird das so streng, dass du nicht mehr die Wahl hast, nein zu sagen. Denn Balnazar ist natürlich mächtig gut im Einflüstern und Manipulieren. Und so flüstert er den Soldaten inklusive unserem guten Sir Thomas irgendwann ein, naja, guck mal, die kooperieren halt alle mit den Untoten, wenn sie nicht selber untot sind. Und die Idioten haben das geglaubt. Und ähnlich wie Arthas in Stratholm marschieren die eben von Dorf zu Dorf und schlachten so ziemlich alles ab, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Und jetzt kommt der super Plot-Twist des Jahrtausends. Thomas tötet dabei aus Versehen seine eigene Frau und seine Kinder, weil die Schiffe voll waren oder wegen dem Sturm nicht ablegen konnten oder irgendein Mist war da. GG. Well played.
Ja, dann kommt es, wie es kommen muss. Ne, Thomas wird wahnsinnig, wird im Kloster eingesperrt und man hört die ganze Zeit nur so ein krankes Lachen und dazu noch Weinen. Und er fängt auch an, den Reim zu sprechen. Und das sind eben auch die Reime, die wir heute vom Reiter sicherlich immer wieder kennen. Und ja, keiner hat mehr so Bock, sich ihm irgendwie zu nähern. Dann gab es allerdings ein weiteres Problem. Denn das gute Kloster wurde belagert und die guten Kreuzzügler brauchten jeden Kämpfer, den sie kriegen konnten. Und somit hat Dasuan den guten Thomas wieder überredet. Ne, komm, Diggi, kämpf mal mit uns, ne? Wird Zeit, komm, du kannst hier nicht nur rumheulen, kanalisier mal deinen Zorn in die Untoten. Und das hat er dann auch gemacht. Hat er halt nur ein bisschen anders gemacht, als sie das wollten. Ne? Der hat nämlich einfach alles verdroschen, was ihm vor den Hammer kam. Ne? Sei es jetzt ein Kreuzzügler, sei es ein Untoter, der ist völlig durchgedreht. Und damit hatten sie dann keine andere Wahl, als den guten Mann mitten im Kampf einfach hinterrücks zu enthaupten. Ne? Kopfloser Reiter, ja, da ist er. Also noch nicht ganz, aber so körperlich mäßig. It's something. Ja, und wie es dann so üblich war, haben die Guten die Verbrennung vorbereitet. Ne, die Verbrennung wird wie immer geleitet von, richtig, von Lord Dasrohan, ne, während die anderen vor einer verschlossenen Tür beten. Völlige Karikatur von Lichtkämpfern eigentlich. Ja, und der gute Dasrohan steht dann eben hinter den verschlossenen Türen mit der Leiche, ne, nimmt seine Schreckenslordform an, schlitzt sich so ein bisschen in die Hand, lässt sein Blut auf die Leiche fliegen und ruckzuck, Ladies and Gentlemen, wir haben einen neuen kopflosen Reiter. Was heißt einen neuen? Den ersten, aber trotzdem brandneu. Ja, Mega-Joke. Ja, und das war dann die Geburt des Reiters, der sich jetzt immer Richtung Schlotternächte aus seinem Grab quasi erhebt und uns mit seinen Reimen, ja, und auch dem Feuer, ne, so ein bisschen das Leben zur Hölle macht. Insgesamt also wieder eine recht tragische Geschichte für jemanden, den wir so oft am Tag töten, weil wir das Mount begehren, oder? Ganz schön krank irgendwie immer. Ja, das war's nicht nur vom Reiter, Freunde, das war's auch erstmal wieder von mir. Ich hoffe, ihr konntet hier ein bisschen was lernen und hattet Spaß dabei und fühlt euch nächstes Mal richtig schön schlecht, wenn ihr den tötet und das Mount wollt. Und dann kriegt das nicht mal, ihr verdammten Mörder. Bis dahin, Freunde, haut rein. Shows. Dieses Ende ist mir schon bekannt. Welch neue Abenteuer hat das Schicksal zur Hand?